Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Es nennt sich Crash TV, wie man das hier nennen kann. Ich toll Deutsch wie immer, gleich schon zu Beginn. Ja, das ist der Beweis, dass X-Rack persönlich hier vor dem Mikrofon sitzt. Es gibt keine Zweifel daran. So. Ich habe das Spiel hier ein bisschen schon angetestet, um überhaupt festzustellen, ob dieses Spiel meines Kanals überhaupt würdig ist. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist es. Wie auch hier kann man das Ganze stoppen, wie man sieht, also das ganze Spiel, und dann irgendwann mal auf Continue drücken. Was wir jetzt aber hier nicht machen, denn wir spielen hier von neu. Und nicht wundern, der Mauszeiger muss dieses Mal hier im Spiel bleiben. Also der wird noch gebraucht. Also nicht wundern, wenn ihr den nicht hier irgendwie seht. So. Was einem hier schon auffällt, ist, dass die Musik hier ziemlich cool ist. Ich hoffe, dass ich im Vergleich zu Give Up hier die Musik nicht rausschneiden muss wegen irgendwelchen ID-Claims oder so. Und wenn es doch so ist, dann glaube ich, lasse ich es trotzdem drin, weil die Intro-Musik ist ziemlich cool. Also, wir beginnen jetzt. Ja, wir möchten ein neues Prozedere starten. Und das Spiel beginnt. Are you here? Ja, Kisus Sprache. He doesn't hear me. Okay. Let's try to connect. Okay, das Spiel beginnt. Man kann hier mit, wie wir hier schon sehen, mit einigen Dingen hier unseren TV hier bewegen. Hier gibt es solche Stellen, mit denen man Upgrades freischalten kann. Und wir können jetzt zum Beispiel springen. Also hat auch schon etwas vom RPG-Bereich. Und wie man hier sehen kann, gibt es hier auch einen Zeitzähler. Aber der interessiert mich in diesem Projekt so ziemlich gar nicht. Ziemlich gar nicht, ja. Wieder Beweis, X-Rex sitzt vor dem Mikrofon und moderiert. Doppelsprung haben wir jetzt hier freigeschaltet. Schnell geht das Ganze. Aber die Musik ist hier einfach klasse. Ich liebe so eine Musik. Okay. Hier muss man ein bisschen aufpassen, denn so einfach wie das hier aussieht, ist es nicht. Also ich bin hier bei den Testläufen hier einige Male, ja, genauso wie das da, ein bisschen verreckt. So, hier kommt die Maus ins Spiel. Wie man hier sehen kann, hier steht Grab Unlocked. Das bedeutet, wir springen und können uns mit so einer Spider-Man-artigen Weise hier ein bisschen fortbewegen. Aber so einfach ist das Ganze nicht. Das werden wir hier schon gleich des Öfteren, ja, sehen. Oh, man muss hier ein bisschen Gespür entwickeln. Okay, geklappt. Ich freue mich nur, wenn es mal klappt. Mehr interessiert mich in diesem Spiel auch gar nicht. Story, keine Ahnung. Wir sind ein TV. Ich glaube, mehr muss man hierbei nicht sagen. Ich dachte, ich wäre eh schon so sanft genug zu diesem TV-Gerät. Hier nach oben kommen. Komm! Alter, das hätte ich doch fast. Ja, ja, gut. Ich habe Angst. Ich hasse es zu schwingen. Deswegen versuche ich so wenig wie möglich zu schwingen. Okay, passt. Einfach weiter. Okay, und ich glaube, nur so weit bin ich in meinem Testanlauf gekommen. Oh, wie ihr seht, absolut nicht ein Fach. Na? Oh Gott, okay. Ob das hier irgendwas ist, ich habe absolut keine Ahnung. Ein ungefähr ähnliches, ähnliches Level, nicht Level, aber ähnliche Map wie die davor. Oh yeah, okay. Puh. Disconnected again. Warum denn das? Hör auf zu fluchen. I need to access the main computer. We must find it. Let's try it again. Okay, use disabler to turn off. Okay. Ich schieße hier einfach einmal und nehme an, dass wir hier mit irgendwas freischalten, womit wir da irgendwie rüberkommen. Disable unlocked. Hold button. Space oder nach unten? Alles klar. Wenn ich die Space-Taste drücke, dann geht hier das Licht aus für alle. Ungefähr à la so.
einfach Void Laser. Gut, das habe ich jetzt mal. Ui. Ja, irgendwie gemerkt. Ja, ich versuche hier gerade zu denken. Das hört man. Oh. Okay, das wird nicht einfach, denn ich muss. Okay, wie soll ich das machen? Ich werde springen. Oh! Ei, zu früh. Ja, das ist knifflig. Ich muss das in der Zeit, wenn ich hier nach oben springe. Ei. Ich habe Koordinationsschwierigkeiten gerade mit meinen Händen. Ei. Moment, das geht doch. Was? Das. Ja, jetzt. Ein Moment. Genau so, so wollte ich das tun. Okay. Oi! Alter, das ist ja echt schwer. Ei! Ich versuche eh schon mein Bestes. Ei! Kann mich irgendwo abspeichern? Ich will nicht sterben, nämlich. Das ist total gemein, wenn man zu viel oder zu lange an dem an der Schnur hängt, fliegt man in die Zacken hier hinein. Das ist. Ei. 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 Das ist genau das, was ich meine. Ei, 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 ei. Ah, das ist doch. Was? Das Spiel übt mein Gehirn. Ich versuch's eh schon so sanft wie möglich. Und auf ein Momentchen mal. Ach so, da. Ich dachte, wozu muss ich da überhaupt hier rüber, wenn hier sowieso nichts ist? Aber nichts da, da ist was. Nächstes Mal gehen wir mal. Was? Blind. Um Himmels Willen, das war noch nicht so fest. Komm! Unglaublich! Oh. Warum habe ich das Spiel jetzt eigentlich nochmal ausgewählt? Ich dachte, es wäre lustig. Und jetzt reg ich mich auf. Fast. Psst. Bleibt man da ein bisschen zu lang an dem Teil? Schon. Oh je, mie. Ei. Oh, okay. Das war Reflex. Also wenn ich hier rüberkomme, kratze ich immer an diesen Stacheln ab. An den dreien. Ihr seid drei Fieslinge. Okay, das war lustig. Warum klappt's hier? Warum klappt's dort nicht? Na mei. Oh je. Okay, gehen wir einfach durch. Was ist hier? Was? Ich soll durch dieses dünne Etwas hier durch? Seid ihr total bekloppt? Wie soll das gehen? Oh, ich sterbe schon am ersten Stachel. Ah, wow. Ich hatte es doch fast. Ich glaube, der Winkel passt hier einfach nicht. Ja, ich moderiere das Spiel wahrscheinlich extrem kreativ. Was ist denn hier überhaupt? Kann ich hier rüber? Wenn ja, was ist das denn? Ah, ich habe eine Idee. Ich glaube, so geht das einfacher. Aber ich muss davor, glaube ich, noch in die Luft kurz springen. So à la so und. Nee. Das ist doch egal, wie ich springe. Es ist immer wieder das Gleiche. Was mache ich? Ich muss da total sanft an die Sache rangehen. Es geht nicht, weil die ersten Stacheln so blöd sind. Wer denkt sich sowas aus? Warum habe ich das Spiel überhaupt ausgewählt?
Also, so funktioniert das mal... Oh! So funktioniert das mal nicht. Und vor allem, Alter, wer kommt auf die Idee, hier noch so eine Zeit einzubauen? Ich verstehe das nicht. Wer kommt auf so einen Mist? So falsch war das jetzt nicht. Oh! Eieiei. Ja, das kann jetzt dauern. Oh! Come on! Ich bespucke euch gleich alle. Ich habe genügend Speichel im Mund. Aha. Ich wollte einen Doppelsprung vorerst machen. Wieso erlaubt ihr mir das nicht? Ich habe eine Idee. Ah! Fast! Um Himmels Willen! Fast! Oh. Jedes Mal, wenn es den aufspießt, dann kriege ich irgendwie was Komisches im Kopf. Come on! So schwer kann das doch nicht sein. Gott sei Dank gibt es hier eine Speicheroption. Sonst wäre ich... Ich muss jetzt daran denken, einfach die Cookies nicht zu löschen. Sonst kann ich alles wieder von neu machen. Das ist so... Oh. Ja, warum nicht gleich so? Schön. Oh, was? Wow. Ich verstehe, wie es sein soll, aber ob mein Kopf das hinbekommt? Mein Gott, das soll doch nicht so... Oh. Ich bin jetzt schon komplett überfordert. Himmel. Ei. Wisst ihr, wie unangenehm das ist? Das ist so, als ob man lernt, Schlagzeug zu spielen. Jeder, der das mal versucht hat als Nicht-Schlagzeugspieler, der weiß, was ich meine. Man kann irgendwie das linke Bein mit der rechten Hand und mit der linken Hand nicht so koordinieren, wie es sein soll. Was? Das war... Was? Ich habe eine Idee. Nee, das vergessen wir mal. Wisst ihr, was ich vorhatte? Ich wollte hier vorerst mal landen, ja? Hier. Aber das wird nicht gehen. Gehen. Ah, das wäre fast. Ja! Oh mein Gott, das war kompletter Zufall. Fast! Fast beim ersten Mal. Oh je! Du sollst dich doch daran nicht gleich so aufschwingen, Himmel! Gut, das ist ein TV. TV an einem Bungee-Seil ungefähr. Bah! Da muss ich die Physik auch einmal... Oh. Ei, verstehen. Jetzt auf dich da gleich. Crash-TV. Einfach nur Crash-TV. Eieiei. Unglaublich. Was tue ich mir hier eigentlich an?
Ich muss einfach mal was versuchen. Ich möchte einfach lernen, damit irgendwie umzugehen, also so zu schwingen. Aber das geht nicht, weil nonstop... Ei, ei! Mensch, Kind! Deutsch! Da schaffe ich es schon, das ganze Ding so sanft irgendwie rüberzubringen, ja? Aber dann passiert immer irgendwas. Ja, zum Beispiel, ich bin hier jetzt mit sanften Sprüngen hier rübergekommen, auf einmal BOOM! Was passiert denn da? Das kann doch nicht so schnell gehen. Da, ich habe das Gewicht jetzt aufgefangen. Ja, und es auf einmal BAM! Ja, ja, genau das meine ich. Was soll das? Ja, ja, ja. Was habe ich mich hier eigentlich angetan? Ach ja, Doppelsprung eigentlich, ne? Uah. Ich habe eine Idee. Nein, doch nicht so. Das geht auch nicht. Mein Gott, jetzt hängt das Ding da irgendwie. Oh. Na, ba, ba, ba. Es ist nicht so schwer. Aber die Leertaste, wenn ich sie drücke, die soll ausbleiben, klar? Spiel? Ich habe eine Frage. Warum? Was? Von wo nimmst du diese Geschwindigkeit? Ich drücke ein kleines Mal und das TV-Gerät... Boom! Hallo, so schwer ist das nicht. Von wo taucht diese Geschwindigkeit auf einmal auf und warum bleibst du da hängen? Versuch sie es einfach mal so. Ist hier was kaputt oder müssten hier eigentlich auch solche Dinger sein? Ich glaube, ich mache an dieser Stelle eine kurze Pause, weil... ich schaffe das nervlich nicht, ganz im Ernst. Ich dachte, dass das, lustig werden würde. Und jetzt bin ich absolut überfordert. Aber gut, nein. Genau, sowas gehört auf meinen Kanal. Punkt, aus, Ende. So. Alles zu dem Spiel findet ihr, wie immer, in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.